Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS19 auf der Gemeinde Rade. Ja, wie ihr seht, bin ich, oder habe ich angefangen hier mit Strohpressen. Das letzte Mal für diese Saison. Dann sollte es, ich denke mal, eigentlich reichen für bis nächstes Jahr. Wenn nicht, denn wenn es doch nicht reichen sollte, dann muss ich halt noch was dazu kaufen. Aber wie gesagt, jetzt sollte ich hoffe es reichen. Ja, wenn nicht, kaufe ich was dazu. Ist dann nicht mal so, ne? So, ich habe zusätzlich hierzu noch einen Auftrag angenommen auf Feld 15. Und zwar ist das Dreschen Raps. Können wir ja einmal hinschwenken. Steht auch schon alles bereit. Hier. Der Ideal ist hier am Dreschen. Wollen wir mal gucken. Mit dem 939er Vario. Mal gucken, wie das so klappt. Weit muss ich auch nicht fahren, das müsste bei der Hage sein, das ist ja gleich da oben. Ja genau, da, wo es so ein bisschen geblinkt hat gerade. Ja, ich habe außerdem auch schon einkauft weitergespult. Wir sind jetzt hier am Spätsommer am letzten Tag angekommen. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir dann, ich denke mal so, guck mal, wie das Wetter ist, so Mitte Herbst eventuell anfangen anzusehen. Das sind ja eigentlich nur Feld 1, wo Grünroggen raufkommen und die 42 und die 48. Die 6 und die 19. Da muss ich jetzt selber noch mal gucken. Ja, auf die 6 kommen Sonnenblumen und auf die 19 kommt Meister drauf, genau. Genau so war das. Und dafür müssen wir uns ja dann für nächstes Jahr denn, wenn das dann soweit ist, eine Einzelkorn-Seemaschine holen. Die Federstadt wollte ich ja eigentlich auch noch updaten oder eine andere holen mit 8 Meter Arbeitsbreite. Ich weiß noch nicht, ob ich das noch mache. Oder ob ich da noch mal einmal ein bisschen laden kann. Weiß ich noch nicht, jetzt weiß ich echt noch nicht. Ja, was mir noch aufgefallen ist, wenn man hier die Missionen annimmt oder die Aufträge, dann ist es auf einmal wieder komplett voll gewachsen, kein. Also ist nichts verfault oder verdorrt auf den Feldern. Auch nicht schlecht. Ich hoffe ja immer noch mal, dass ich hier die 4 noch machen kann. Die 36 ging leider nicht. Wieso, was ging das auch immer. Die 3 will ich auch gerne machen, weil die sind schön groß. Wird bestimmt ordentlich Kohle geben. Können wir mal wieder ein bisschen auf der Innenansicht fahren. So, wenn wir das Vorgewende fertig haben, werden wir einmal den Drescher abtanken, weil in den Anhängern ging nicht mehr so viel rein.
knappe 10.000 Liter oder so nur noch. Müssen wir mal ab und zu mal ein bisschen hin und her springen. Ich denke mal, das macht auch nicht. So. Hat er natürlich das Röhrchen auf der falschen Seite. Da weiß ich ja nicht groß, was hier vor mir jetzt ist. Ja, das gibt dann ungefähr 13.000 Euro. Plus den Rest, was wir hier denn noch viel ernten, sag ich jetzt mal. Hey, halt an. Das ist ein Baum. Gut, dann bringen wir das nun einmal weg. Bin hier doch mal gespannt. Okay. Sieht gut aus. Das Gute ist daran, es wollen wir weit fahren, ne? Das ist gleich hier gegenüber, so schräge. Komme ich hier rum oder nicht? Na, ich denke mal, was soll ich hier? Das klappt. Okay, so. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt schon? 63, ja. Für 25 Düngen. Ich weiß nicht, ob ich dies hier mache. Fällt viel, Grube? Ist da was drauf? Okay. Vielleicht muss ich das da einmal grubbeln, bevor ich da wirklich einen Auftrag drauf machen kann.
So ein 900er Fan wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? So lassen wir erstmal hier stehen. Mal gucken hier. Ja. Das sieht gut aus. Okay. Können wir hier weitermachen? Auf der 48, ich glaube letztens schon mal gesagt, machen wir dann keinen Strom mehr. Wir haben jetzt hier einmal, ich denke mal, das sollte reichen. Wie gesagt, wenn es nicht reichen tut, das werde ich ja dann sehen. Aber ich denke mal, im Winter brauchen die bestimmt ein bisschen mehr Strom. Denn wie gesagt, will ich halt noch was zukaufen müssen. Aber erstmal reicht mir das selber, was wir hier haben. So, vielleicht kommt heute Nachmittag noch ein Livestream hier auf der Rade. Weiß ich aber noch nicht so genau. Das kann ich noch nicht zu 100% sagen. Muss ich mal gucken. Machen wir nämlich auch hier weiter, denke ich mal. Oder wir beim Einsammeln mal weitermachen. Mal gucken. Ja, die sind fertig am Fahren, das ist alles gut. Dann muss ich mal gucken, dann muss ich, denke ich mal, nachher mal auch meine Anhänger dann noch rausfahren, wenn wir den Rest noch für uns nehmen wollen. Ja, mal gucken, ne? Strohball, gerade der Ball liegt hier natürlich wieder ganz gut. Gut, wir sind aber auch fertig für heute schon wieder. Wie gesagt, eventuell heute Mittag ein Livestream. Muss ich mal gucken. Ich kann auch nicht sagen, wenn er kommt, wann er überhaupt kommt. Auf jeden Fall muss ich das Video jetzt noch schneiden hier und so. Oder was wir schneiden, aber zurecht machen. Und ja, entweder, wie gesagt,
Livestream heute Mittag, heute Nachmittag oder nicht. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig darüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.